Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem kleinen Kurs bzw. zu meinen kleinen Tutorial-Videos hier auf YouTube. In dieser Videoserie werde ich euch zeigen, wie ich ganz was Spannendes modelliere, und zwar folgendes. Ich habe da einige Bilder schon vorbereitet. Ich mache mal das weg, gehe in Top View rein. Und zwar, wir werden Gullideckel modellieren. Ganz was Spannendes. Ich bin auf die Straße gegangen, habe einige Gullideckels mal fotografiert, und die werden wir dann auch modellieren. Wir werden das High-Poly-Modell draus machen. Dann werden wir das Low-Poly-Modell draus machen, und eventuell werden wir noch in dieser Serie das alles texturieren in Substance Painter. Kommt auf euch drauf an, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Und genau. Ich zeige euch noch schnell, welche Add-ons ich anhabe für dieses Tutorial, und zwar, da unten sind sie. Ich habe einmal die, wo sind sie denn? Das da, Copy Attributes Menu habe ich an, Modifier Tools habe ich an, Edit Mesh Tools, Loop Tools, den Node Wrangler. Und damit ihr seht, was ich mache, Screencast Keys und das später das VPack Master 2. Der ist leider zu kaufen, deswegen muss ich noch überlegen, ob ich den nutze, aber das ist sehr, sehr, sehr gut. So, weil wir gerade waren, Screencast Keys an. Und wir starten schon mal mit, welches fangen wir an? Fangen wir mit dem an. So, also die hide ich mal alle. Einmal H. Die schalte ich auch aus von der Selection, damit sie nicht aus Versehen angehen. So, dann nehmen wir mal dieses Bild, setzen es hier runter. So, was ich ab und zu mal ein bisschen Stock habe, was das Reden angeht, das liegt einerseits daran, dass es mein erstes Tutorial ist, dass ich spreche, und andererseits, ich mache das on the fly, das heißt, ich benutze kein großes Skript, und ja, genau. So, hier haben wir schon mal die Mitte drin, dann schalten wir mal die Transparency an, gehen ein bisschen mit der Opacity runter, damit wir auch den Hintergrund sehen. Dann werde ich einmal ein Cube einsetzen, also mit Shift A kommst du auf Mesh Cube rein. Dann gehe ich in den Edit Mode, scale das alles ein bisschen kleiner. Ich mache mir jetzt hier diese Linien hier. So, machen wir mal die Dicke. So soll es reichen. Ich gehe mal mit STRG R, mache ich einen Loop Cut rein, den breche ich gleich ab. Lösche eine Seite, und dann fangen wir schon mal mit dem Mirror Modifier an. So, du siehst, wir haben hier eine kleine Intersektion, deswegen, wenn wir das mal auf die linke Seite rüber sliden bzw. grabben, schalten das Clipping an und ziehen das ganz rüber, dass es ein Abschluss ist. So, ich glaube, hier ist auch kein Face drin, nein. Dann nehmen wir einmal die Seite hier, grabben die mal auf der X-Achse hier rüber, und zwar bis zum Ende, weil das wird dann hier alles, hier ist die Abtrennung dann komplett, weil das sind ja mehrere dran. So, dann haben wir einmal da eine Mirror drin, und dann werden wir, nee, das machen wir mal weg. Das Bild werden wir noch schön in die Mitte ziehen, das heißt, das wird unser Mittelpunkt werden. Das heißt, noch in der X-Achse ein bisschen hier rüber. Schau, dass du hier schön in der Mitte drin bist, und dann machen wir das gleiche noch da. So, grab Y, ein bisschen hochziehen. So, das müsste ungefähr die Mitte sein, das sehen wir dann später, ob wir ein bisschen off sind oder genau die Mitte getroffen haben. Gut, dann unser bereits modelliertes Seitenobjekt ziehen wir mal ein bisschen hoch. So, dann passen wir das nochmal an. Und jetzt machen wir noch den Mirror Modifier auf der Y-Achse an. Das heißt, wir haben hier beide Seiten drin. Genau so wollte ich es haben. Dann schauen wir mal das Overlay an. Die Faces sind noch in Ordnung. Ja, passt. Und jetzt fangen wir schon mit der Mitte an.
So, ich will, dass das zwei getrennte Objekte sind für den Anfang, deswegen werde ich da jetzt eine Plane reinmachen. Das Scale mal ein bisschen kleiner. Schaust du mal, dass es ungefähr so ist, beziehungsweise ein bisschen weniger Abstand. Sollte noch ein bisschen Abstand sein, aber halt nicht zu viel. So, dann nehme ich einmal die Seite hier mit Grab X. Achso, übrigens, hier oben das Snipping Tool, das habe ich auf Vertex umgestellt. Das heißt, wenn du jetzt die Kanten hier angewählt hast, dann GX drückst und dann die Steuerung-Taste, kannst du hier einen Vertex-Punkt anwählen und dann snippt es genau darüber. Sehr, 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 sehr gutes Tool. So, dann schauen wir uns mal die andere Seite an. Hier haben wir wiederum, beziehungsweise hier machen wir wiederum ein Mirror Modifier rein. Deswegen grab ich die mal hier rüber. Setze Mirror rein. Und Clipping nicht vergessen und einmal rüber in die Mitte. So, die Grundform steht schon mal. Dann werde ich. Ja, ziehen wir mal das Ganze hoch. Dann können wir mal noch runter extruden. Dann würde ich sagen, machen wir einmal die Form hier. Das ist relativ einfach. Da machen wir einfach einen Loop Cut in die Mitte rein. Setzen den hier an. Dann brauchen wir hier noch einen. Und dann. Ah, die ist ein bisschen schief, die Form. Gut, das ist egal. Wir machen hier mal einen Loop Cut rein. Da und da. So, gehen wir in Face Mode rein und löschen die Faces. Da machen wir nochmal einen Loop Cut rein, weil wir die untere Seite nochmal löschen. Dann machen wir wieder ein Mirror Modifier, sorry, damit die untere Seite auch noch gespiegelt wird. Und die Seite wird auch gespiegelt. Das heißt, wir machen vom kompletten Objekt nur noch die Seite. Vereinfacht alles ein bisschen. Dann werden wir einmal. Ich bin gerade beim Überlegen, wie wir das jetzt am besten machen. Ich glaube, wir machen mal da in die Mitte ein. Loop Cut rein. Dann machen wir da einen rein. Da ein. Da. Und da. Müssen wir mal schauen, wie weit wir da kommen. Da haben wir jetzt eventuell ein Problem bezüglich dem Loop Cut. Deswegen machen wir da mal eine Abtrennung rein. Und wir nehmen die zwei Vertices, setzen die in die Mitte rein. Wir nehmen die zwei, beziehungsweise, nee, wir nehmen die zwei, setzen die hier rüber. Und die zwei setzen wir hier in die Mitte. Mein Plan ist jetzt eben, wir nehmen jeweils so die Kanten, da die Mitte nicht vergessen, machen mal mit Steuerung B ein Bevel draus. Ja, hat es relativ gut gebevelt. Da haben wir jetzt ein kleines Problem, das gefällt mir nicht, aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Zuerst werden wir mal hier die Rundung reinbringen. Okay, den Bevel hat sie jetzt nicht gemacht, weil das ein, weil es hier eben gemirrored wird. Deswegen kannst du ja Steuerung B drücken, da passiert nichts. Aber wenn du Steuerung, schau, das funktioniert, wenn du Steuerung Shift B drückst. Nee, das macht falsche Bevel. Da müssen wir uns dann später was überlegen. Aber zuerst. Machen wir. Ne, machen wir ganz einfach. Wir machen da noch einen Loop Cut rein. So, egal. Gut. Dann werden wir einmal nochmal einen Loop Cut hier reinmachen. Den setze ich mal hier oben an. Dann probiere ich mal was aus. Schauen, ob das funktioniert. Ne, so nicht. So wollte ich es machen, genau. Ja, sollte theoretisch in der Theorie, ja, sehr gut. Sollte funktionieren. Jetzt probieren wir es nochmal aus. Also wir wählen einmal die Ecken an. Nehmen wir mal ein bisschen mehr. Und jetzt drücke ich einfach Steuerung Shift B.
Dann können wir die einfach so raus extrudieren, wenn wir jetzt einmal den die Segmente erhöhen. Ich mache jetzt mal 3 Segmente, würde ich sagen. Bekommen wir da eine Rundung raus. Da ist jetzt eine Intersektion. Das heißt, siehst du, die sind einmal so verschoben. Das können wir einmal so machen. Da müssen wir mal schauen, ob das so passt. Ist eine Überlegung wert, würde ich sagen. Den machen wir mal ein bisschen höher. Beziehungsweise den können wir miteinander verbinden. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Quick Favorites by Distance. Gut, das habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Ein Addon, was ich noch nutze, ist das Quick Favorites Addon. Das macht einfach, das ist ein Addon, wo du, wenn du die Q-Taste drückst, also die Q-Taste, kommst du hier in Quick Favorites Menü rein und hier kannst du die ganzen Menüs einmal so anordnen, wie du es gern möchtest. Ich habe hier bei Distance, wenn du jetzt in Edit Mode drin bist, hast du hier bei Distance, Merge at Center, Separate by Selections, Shade Smooth, Shade Flat, Dissolve Edges. Wenn du jetzt in den Edit Mode reingehst und Q drückst, hast du Origin by Geometry, All Transform, Shade Smooth, Shade Flat, Origin to 3D Cursor. Das, je nachdem, wie du dir das einteilst, beziehungsweise wie du dir das unterteilst, weil du kannst jedes Menü, was du hier findest, kannst du jeweils mit einem Quick Favorite einmal einspeichern. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Add-on-Tool. So, dann machen wir einmal weiter. Dann drücken wir hier wieder die STRG-SHIFT-B-Taste und machen wir einmal die andere Seite. Und falls du denkst, du hast hier jetzt sehr, sehr viele Vertices drin für ein Objekt, vergiss nicht, das ist einmal ein High-Poly-Objekt. Das heißt, wir machen immer noch ein Low-Poly draus und dann verschwindet das in der Regel auch. Also wir werden das auf jeden Fall dissolven. Das ist jetzt nur ein Versuch von mir. Schauen, ob das so funktioniert. Soll es nicht funktionieren, dann werden wir das sowieso anders modellieren. Da habe ich schon eine Technik im Kopf, wie man das am besten nutzen könnten, beziehungsweise machen könnten. So. Dann machen wir das hier noch schnell fertig. Okay, das war der letzte. Alles anwählen, Q-Taste drücken bei Distance und schon haben wir die resolved. So, die Oberfläche passt eben auch immer noch. Gut, die haben wir jetzt gemacht. Dann werde ich die mal runter extrudieren, nur um zu schauen, wie das aussieht. Das lasse ich mal aus, weil hier müssen wir noch eine Rundung reinbringen. Das heißt, ich wähle die hier an, gehe mal in Side View rein. Und hier drücke ich jetzt mal die E-Taste, abbreche das ab und drücke jetzt mal die GZ-Taste, damit alles auf einen Punkt runter extrudiert wird. Und da machen wir mal, dadurch, dass es eben durchgängig ist, ist es egal, wie weit du das machst. Du kannst es eigentlich, sagen wir mal, so machen. Den Rest verbinden wir dann. Die Innenflächen, die lösche ich mal mit X-Delete Faces. Die Flächen müssen wir löschen, die brauchen wir alle nicht. Ups, die brauchen wir nicht. So, die sind im Weg. Und schon haben wir hier die Innenflächen gemacht. Hier drücke ich jetzt mal Shade Smooth. Das ist wichtig, dass du das Smooth shadest und dann hier auf Auto Smooth gehst. 30 Grad ist aktuell noch zu wenig. Gehen wir mal auf 40. Ja, 39 machen wir mal. Sollte passen. Mir ist das ehrlich gesagt immer noch für ein High-Poly-Modell viel zu kantig. Weil auch wenn ich da jetzt später einen Bevel-Modifier reinmache, also du musst das jetzt nicht machen, das ist einfach nur für mich als
Orientierung, ob das passt. Hier machen wir mal Alt Transform. Das mit dem Bevel Modifier, das werden wir sowieso später dann machen. Deswegen, ich erkläre das gerade nicht, weil wir das, wie gesagt, später nochmal machen. Ja, das passt mir eher nicht so. Ups, einmal unter Item. Also mein Problem ist jetzt hauptsächlich, dass es hier noch zu kantig ist, deswegen die Methode, die machen wir nicht, was das Modellieren angeht. Gut, dann haben wir das eigentlich schon geklärt gehabt. So, dann machen wir einmal alles rückgängig. Und zwar ab, ja, das muss weg. So, die löschen wir mal. Das ist eigentlich relativ schnell wieder auf 0 gesetzt. Da machen wir SY0. So, dann wählen wir die nochmal an und extrudieren auf der Y-Kante runter. Da haben wir noch Faces bzw. Vertices, die brauchen wir nicht. Einmal löschen und fertig. Okay, meine zweite Methode ist, wie ich das gerne modellieren würde, ist einmal hier einen Halbkreis reinbringen. So, dann machen wir einmal einen Circle rein, solange du noch im Edit-Mode drin bist. Hier machen wir mal High Poly, also 64 Vertices. Probieren wir mal aus. Weil du musst halt denken, du skalierst zwar kleiner, aber du löscht die Hälfte wieder. Ups, da müssen wir Mirror Modifier ausmachen. So, das heißt, wir skalieren das mal in die Größe. Nehmen die Hälfte und löschen die einmal. Gut, dann werde ich die mal mit Shift D mache ich mal eine Kopie draus, setze sie hier an, drücke wieder Shift D, mache wieder eine Kopie, setze die hierher und das mache ich jetzt bei jedem, bis wir ganz drüben angekommen sind. Wenn dir die Methode vorhin gut gefallen hat, beziehungsweise die Modelliermethode, dieser kleine Versuch, den ich probiert habe, dann kannst du das ohne weiteres auch lassen. Das ist jetzt für alle die sagen, High-Poly-Modell, das sollte eigentlich schon eine schöne Rundung drin haben. Das ist auch meine Meinung ist. Also du siehst, ich setze den Punkt hier genau drauf, bei denen jedenfalls. Bei denen muss ich es noch machen. Das ist einfach deswegen, weil wir dann die Kante hier, die werden wir dann auf den hier aufsetzen. Und dann können wir weiter modellieren, beziehungsweise wir müssen die ja in das Face einbinden. So, dann nächste. Setzen wir da an. Dann das nächste setzen wir da an. Dann haben wir noch das. Und dann haben wir nichts mehr. Gut, das war's. So, jetzt nehme ich einmal die Kante hier. Drücke GX Steuerung auf den Punkt hier drauf. GX Steuerung, ups, GY, ne, GX, so jetzt. GX Steuerung auf den Punkt. GX Steuerung dahin. Ups, jetzt komplett verdreht. So, und das mache ich jetzt ganz durch. Ja, und da sind wir jetzt schon durch. Jetzt schaue ich noch die Punkte, ob die auf der richtigen Höhe sind. Ich wähle jetzt jeweils einen Punkt an und drücke Steuerung Link. Ja, sind nicht auf der gleichen Höhe, dann drücke ich einmal GZ und den Punkt hier drauf und dann sind sie auf der richtigen Höhe. So, dann dieses Innenface lösche ich jeweils. Das brauchen wir nicht. Jetzt schaue ich nochmal kurz, das werden wir vermutlich noch brauchen. Ne, das brauchen wir auch nicht. Deswegen X-Delete Faces. Dann passt man nochmal schnell die Seite an. Hier löscht man die Hälfte. Vertices. Ich glaube, den Punkt müssen wir auch noch löschen. Und mit dem gehen wir gerne auf GX schön an den Rand. Gut, du hast jetzt zwei Methoden, das zu machen, beziehungsweise
Zuerst müssen wir halt hier drinnen ein Subdivide machen. Das heißt, wir werden da jeweils... Moment, machen wir mal zwei. Da drücken wir jetzt die W-Taste, gehen auf Subdivide. Ja, so geht's auch. Also wir wählen mal unsere Kanten an. Und das scheint zu funktionieren. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Sonst war die wollte ich. Da drücken wir jetzt W und Subdivide. Genau einmal. Dann wählen wir unseren Subdivide aus, den wir gemacht haben. Und den sliden wir mal hoch, also GY, auf den untersten Punkt, dass er schön drauf sitzt. Jetzt wählen wir mal alles an und drücken bei Distance. 15 Punkte wurden resolved. Jetzt schaue ich mal schnell, ob die alle connected sind. Der ist nicht connected, das heißt, den setze ich manuell drauf. Da ist connected, der auch. Das passt auch. Sieht gut aus. Achso, da haben wir noch vergessen, okay. Die Kante haben wir zwar gesubdivided. Ja, gutes Wort. Aber den Punkt haben wir noch nicht hochgesetzt. Deswegen GY mit Steuerung darauf setzen. Ja, passt. Einmal alles anwählen. Und bei Distance. Das ist wichtig, damit das hier auch connected ist. Und damit hier eine durchgängige Linie ist, weil da ist ja noch nichts drauf, mache ich einmal mit der K-Taste, mit dem Kneiftool, setze hier einen Punkt an, drücke die C-Taste, damit er schön gerade Linie kommt und schneide hier mal durch. Und dann die Enter-Taste, dann haben wir es hier auch noch drin. So. Dann, nächster Schritt ist, wir verbinden einmal die Faces, die hier noch fehlen. Das heißt, schauen, ob das so funktioniert. Einmal alle anwählen und F-Taste. Hier hat es wunderbar funktioniert. Hier bekommen wir eventuell später dann Probleme, aber das können wir ja dann schauen. Da können wir jetzt entscheiden, ob wir es da gleich machen wie hier. Also praktisch, wir wählen einmal die Kanten an, wählen die an und drücken die F-Taste. Oder, was ich euch empfehlen würde, ist einmal das Face löschen. Du wählst einmal die Kante an und drückst die F-Taste. So weit, wie du denkst, dass es hier von Abstand passt. Ich würde dir raten, nicht so weit, weil du siehst, es wird immer dünner. Deswegen wird 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja, maximal 12 Mal würde ich den Schritt machen. So, dann machen wir das mal. Ich lösche die Faces. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich glaube, da habe ich jetzt 1 zu viel gemacht. So. Das hat einfach den Vorteil, dass hier die ganzen Punkte, die ganzen Vertices connected sind und kein riesiges N-Gong entstanden ist. Deswegen werde ich das mal hier auch so machen. Ups, das habe ich jetzt falsch gemacht. Da machen wir jetzt Only Faces. Da müssen wir aber die Kanten hier löschen. Die braucht es nicht. So, dann haben wir noch das hier. Okay. Gut, dann machen wir mal eine grobe Anpassung, das heißt, beziehungsweise eine grobe Connection. Wir nehmen einmal den Punkt von da, nehmen die Punkte und drücken die F-Taste. So, dann machen wir hier mal einen riesen Face draus. Oh, je, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, ich wollte jetzt nur schauen, ob ich irgendwo ein Vertices gemacht habe mit einer Extrude-Taste, ohne dass ich es gesehen habe, aber scheinbar nicht. Hier habe ich den falschen Punkt angewählt. So, dann haben wir es gleich.
Okay, die Seite lasse ich wie immer aus. Also das ist, wie gesagt, ein spezieller Punkt aufgrund des Mirror Modifiers. Da müssen wir ein bisschen anders agieren. Aber zuerst machen wir mal hier fertig. Also hier haben wir noch einen Punkt. Und du willst, dass hier auch noch ein Quad draus machen kannst, mache einfach einen Loop Cut hier rein. Ist in dem Effekt, beziehungsweise in dem Moment ist es egal, im High-Poly-Modell. Wichtig wird es dann im Low-Poly-Modell. Da müssen wir echt drauf schauen, dass wir es reduzieren. Da müssen wir dann schauen, wie wir machen. Hier würde ich jetzt vorschlagen, dadurch, dass es eine Rundung ist, wählen wir die mal an, die extrudieren wir nach oben. Dann nehmen wir mal jeden zweiten. So, die zwei noch, setzen die runter, machen hier mal Fill draus, hier mal Fill draus. Dann werden wir mal einen Loop Cut bzw. einen Knife Cut machen wir mal dahin. Dann können wir die verbinden. Den anderen setze ich mal da ab. Machen wir mal GG auf den Punkt. Können wir nicht. Nee. Dann einfach GY hier runter. Jetzt gehen wir mal in der X-Achse ein bisschen weiter auseinander. Dann nehme ich den Punkt und verbinde den. So, das gleiche mache ich mal da. Den setze ich jetzt einfach nur mit dem Auge. So. Wenn du Zeit sparen möchtest. Ah, nee, das geht nicht. Ich wollte eben sagen, nee, obwohl es geht, das würde sogar gehen. Wenn du Zeit sparen willst, dann nimm einfach die ganzen Punkte. Wähl sie einfach an. So, da ist wieder was anderes. Muss aber in den Edge-Mode gehen und da die Edges hier in der Mitte abwählen. Und dadurch, jetzt habe ich sie wieder angemeldet, ich halt. So, nochmal abwählen. So. Und dadurch kannst du jetzt mit Extrude, also mit der E-Taste, hoch extruden, also auf die Y-Achse. So. Dann hast du hier schon alle auf der gleichen Ebene. Hier gehe ich jetzt wieder in den Vertices Mode, nehme wieder jeden zweiten, setze die ein bisschen runter. Dann nehme ich alle vier, mache Fill draus, beziehungsweise Fill draus und fill die Faces. So, das mache ich jetzt bei jedem. Wenn du komplett neu bei Blender bist, schreib mir das mal in die Kommentare, ob ich da ein bisschen mehr auf die Funktionen und auf die Shortcuts und so weiter, was ich alles benutze, eingehen soll, weil jetzt zum Beispiel, um diesen Edge Loop hier auszuwählen, mache ich das nicht einzeln, sondern ich nehme einfach den ersten Punkt, drücke die Steuerung-Taste, nehme diesen Punkt, dann hat es einfach komplett ausgewählt und dann drücke ich die F-Taste zum Füllen. Das ist jetzt für jeden, der sich noch nicht so gut auskennt. Und wenn ihr generell ein bisschen noch Infos bezüglich den Funktionen haben möchtet, schreibt mir das einfach in den Kommentaren, wie gesagt, dann gehe ich natürlich darauf ein. So, jetzt verbindet man die miteinander. Auch wenn es im Hintergrund ein bisschen lauter wird und ihr so einen Lüfter hört, das ist mein Laptop. Das war relativ gut, aber er kann ein bisschen laut werden. Also vor allem, wenn es rechensintensive Sachen sind. Und das ab und zu hört man das eben auch. Dann müssen wir den Punkt hier noch irgendwo fixieren. Das heißt, das mache ich jetzt hier, indem ich einmal die K-Taste drücke. So, einmal hier runter mache, runterschneide und jetzt kann ich hier ein Face draus machen, beziehungsweise jeweils ein Quad. Hier haben wir ein schönes N-Gong, dann machen wir einmal hier ein Field im Face draus und hier eins und jetzt können wir hier einen Loop Cut reinsetzen. So, das gleiche haben wir hier. Generell empfiehlt es sich immer,
Wenn du am High-Poly-Modell arbeitest, versuch so wenig wie möglich an Edges zu machen, weil, also Edges, die du nicht brauchst, weil sonst hast du Ewigkeiten, die dann im Low-Poly-Modell zu entfernen. Aber hier hält sich, wie gesagt, sich noch alles in Grenzen und das, ehrlich gesagt, das ist relativ schnell weg. Also, das wirst du dann auch sehen. So, dann haben wir jetzt unsere schöne Seite noch, die wir bisher noch nicht angefasst haben. Gut, wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, wir nehmen einmal dieser Punkt ist es. Also wir nehmen einmal den und den unteren, drücken die E-Taste für Extrude, einmal die X-Taste, um das auf der X-Achse zu restricten. Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Wenn es dir einfällt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich schalte einmal Clipping an und jetzt ziehe ich es einmal hier rüber. Und schon haben wir die Seite gemacht. Begrenzen. Jetzt ist mir's eingefallen. Ach, dieses Englische, ey. So, einmal machen wir hier ein Viereck draus. Da müssen wir da noch einen runtersetzen, einen Loop Cut. Und jetzt können wir das gleiche machen wie drüben. Einmal extruden. Dann setzen wir die ein bisschen runter. Die setzen wir ein bisschen runter. Die vier auswählen, Fill drücken, die vier auswählen, Fill drücken und einmal hier an die Seite ran. Alles anwählen bei Distance. Hier braucht man noch ein Loop Cut drin. Das heißt mit K einmal ein Cut hier reinmachen. Du drückst am besten nochmal die C-Taste. Dann kannst du es hier auf die schöne Kante bzw. schön gerade beschränken. Gott. Dann machst du hier den Cut rein und dann kannst du hier, ups, kannst du noch nicht machen. Den Loop Cut kannst du noch nicht machen, weil wir haben hier noch ein Face mit über vier Vertices, das heißt die 2, 3, 4, 5. Wir machen nochmal die K-Taste, nehmen diesen Punkt und setzen den hier an. So, Enter. Dann haben wir wieder ein Viereck draus und jetzt können wir hier schöne Viereck draus machen. Die nicht vergessen und schon haben wir's. Das sieht doch besser aus, oder? Sehr gut. Hier sehe ich gerade, haben wir einen Fehler. Entweder ist hier eine Kante drin, die wir nicht wollen. Ja, da ist eine Kante drin, die wir nicht wollen. Also, das habe ich jetzt so gesehen. Wenn du jetzt dieses Objekt hast, du siehst, dieses Orange ist immer die Seite, beziehungsweise die Kante. Und hier drin sollte absolut keins sein, auch wenn hier ein Mirror Modifier ist. Du siehst, der hört ja hier auch auf. Das ist, weil wir haben zwar hier unsere Vertices, aber wenn du auf den Edge Mode gehst und hier so reinklickst, hier haben wir jeweils unsere Punkte, das passt, hier auch. Wenn du hier jetzt das nimmst, hast du hier den Punkt, der abgrenzt und hier unten den nächsten, der abgrenzt. Das sollte nicht sein, das sollte hier sein. Deswegen ist hier irgendwo ein Face drin, beziehungsweise eine Kante. Aber so, Grab, siehst du. Der hat zwar auf den Seiten hier, also den Seiten hier schön verbunden, aber die hier drin nicht. Und das wollen wir nicht, deswegen einmal Edge Delete. Jetzt passt es wieder. Auch von Shading her sieht es momentan schrecklich aus, aber das können wir einfach so regeln, indem wir alles anwählen, die Spacebar-Taste drücken und einmal Recalculate erstmal Outside machen. Ja, hat das Shading schon mal besser gemacht. Perfekt. Für dich nochmal als Erinnerung, wenn du sowas siehst. Also, das ist die Fläche, wie es sein sollte. Und das ist das Face, wie es eigentlich innen sein sollte. Also in der Innenseite oder unten. In dem Fall ist es unten. Hier stimmt die Richtung der Normals nicht. Das heißt, wenn ich da einmal bei Overlay die Face Orientation anmache, siehst du rot, das ist einmal die Innenseite und blau ist die Außenseite. Deswegen müssen wir die neu berechnen. Das machen wir eben, indem wir alles anwählen, Spacebar drücken und Recalculate Outside gehen oder du unter Mesh gehst und Normals. Oder du drückst die Alt-N-Taste, je nachdem, wie du willst. Also Mesh und dann unter Normals. Gehen wir mal rein. Da unter Normals. Da kannst du einmal Flip, Recalculate Outside, Inside machen. Also Flip bedeutet einfach nur, dass du es die außen gerendert wurden bzw. kalkuliert wurden, einmal in die Innenseite gemacht werden und die Innenseite sind einmal in die Außenseite, also komplett umgedreht.
Bei Recalculate Outside berechnet er die Flächen, die außen liegen, nochmal und Recalculate Inside, die innen liegen, nochmal. Weil wir wollen die Außenseite nochmal rekalkulieren, also nochmal neu berechnen, deswegen machen wir Recalculate Outside. Und schon passt wieder. Perfekt. Gut, dann machen wir noch die Innenseite, also im Sinne von Innenseite das hier. Ich sehe schon, das Video wird ein bisschen lang, sorry für das. Wenn du solche langen Videos haben möchtest, gib mir Bescheid, sonst werde ich die mal auf, ich weiß nicht, 20 Minuten beschränken oder sowas. Ich dachte mir nur, ich mache jetzt mal das High-Poly-Modell hier soweit fertig, dass wir das runter extrudieren können und den Bevel-Modifier reinbekommen. Das ist bei dem Objekt eigentlich relativ schnell gemacht. Bei den anderen wird es ein bisschen schwerer, beziehungsweise ein bisschen langwieriger. Und genau, wenn du möchtest, dass die Videos ein bisschen kürzer sind, gib einfach Bescheid und dann werde ich mir was überlegen. Also, ich habe hier mal einen Loopcut reingemacht, wie du siehst, den als Begrenzung drin. Dann brauche ich hier in der Mitte unseren Punkt wieder, also unseren Cursor. Das mache ich jetzt mit Shift A, Cursor to World Origin. Dann ist er hier wieder in der Mitte drin. Im Edit Mode drücke ich nochmal die Shift A Taste, einmal Circle rein, 64 passt noch. Da ist er ein bisschen kleiner skalieren. Ich gehe mal mit Z in den X-Ray Mode rein, damit wir auch sehen, was wir machen. Und jetzt schaue ich eigentlich nur auf diese zwei Kanten, also unseren Ring und diesen Punkt. Ich drehe das Ganze ein bisschen. So. Und jetzt scale ich das ungefähr in die Größe, wie ich es haben möchte. Ja, so, passt perfekt. Okay, beim Drehen haben wir ein kleines Problem, weil wir noch Clipping anhaben. Das müssen wir einmal abschalten. Und jetzt können wir es drehen ohne Probleme. So, siehst du, jetzt haben wir hier keine Probleme mehr, weil vorhin hat es hier eben an der Kante aufgehört zu drehen. So, dann machen wir nochmal ein kleiner, muss nicht so exakt sein, das passt eigentlich. Dann wähle ich einmal den unteren, also den Face vom Ring an, drücke einmal die G-Taste, freies Wählen, Steuerung-Taste und setze hier auf den Punkt dran. Drücke jetzt einmal die A-Taste, wähle alles an bei Distance, damit der Punkt auch final drauf ist. So, gehe mal aus dem Edit, auf den X-Ray Mode, sorry. Ich wähle die Kante an, drücke X-Taste, Delete Faces. Ja, das passt eigentlich, ist egal. So, dann werde ich einmal, ne, warte mal, rückgängig. Machen wir mal, wir löschen mal die Unterseite, ohne die. Und wir löschen einmal diese Seite, weil die brauchen wir im Endeffekt ja nicht. Und wir löschen einmal die hier. So. Wir brauchen eigentlich nur die da. Gut, wir nehmen einfach diesen Punkt mit Extrude, extrudieren wir den raus, machen ab Clipping an, setzen den hier so hin, so dass er ungefähr passt. Dann werden wir einmal nochmal einen Ring reinmachen. Das gehen wir auch wieder kleiner. Also wir haben jetzt die Außenseite gemacht und jetzt machen wir hier einmal die Innenseite. Schau wirklich, dass die Punkte ungefähr auf der gleichen Ebene sind, beziehungsweise auf dem, in der gleichen Rotation. Das heißt, wir machen einmal so, das ist der Punkt mit dem und dann die und so weiter. Ah, jetzt haben wir wieder den gleichen Fehler wie vorhin, sorry. Einmal Clipping aus. Das ist eben das Problem, wenn du in Edit-Mode drin bist und die Vertices so erweiterst, dann musst du eben immer wieder das Clipping ausschalten. Das macht dir das eben Probleme. So. Gut, dann mache ich Clipping wieder an. So, dann wie vorhin lösche ich die untere Seite. Und die Seite, die kommt auch weg. Jetzt haben wir hier den Ring. So, dann lösche ich die einmal. Oder? Ne, warte. Wir machen hier erstmal einen Loopcut rein mit GY, setzen wir den hier schön rauf. Wir nehmen einmal den unteren Punkt mit GY, setzen wir den hier rauf. Wir haben hier das Problem, dass es noch komplett off ist, aber das ist nicht so ein großes Problem. Das heißt, wir nehmen einmal die Faces, die Vertices, und mit GZ
Steuerung, setzt mal die einmal hier an und schon sind sie wieder schön drauf. Anschließend werden wir, da sind wir noch ein bisschen off, das gefällt mir noch nicht so sehr. Clipping ist wieder an, hier extrudieren wir wieder aus und schon war es das. Wir wählen alles an, bei Distance, ein Punkt wurde gelöscht von dem da. Dann wählen wir die an und bei Delete Vertices. So, dann müssen wir einmal hier noch was machen. Theoretisch hätte man den Punkt auch lassen können hier drin, die Punkte. Wir werden das mal hier so hochskalieren. Beziehungsweise hochskalieren, nicht hochskalieren, einfach hochgrabben auf der Y-Achse. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil eigentlich will ich schon eine schöne Rundung drin haben. Ich mache mal einen Circle rein. Sorry für den kleinen Fehler. Aber du kannst die hier oben einmal behalten. So, dann machen wir mal einen Circle rein. Dreh das nur für den Abstand, damit hier der Abstand passt. So, einmal ein bisschen größer. Gut, der Abstand passt so. Dann wähle ich einmal die hier ab, die ich brauche. Ja, die brauche ich. Und drücke einmal X, Delete Vertices. Dann haben wir hier unsere schöne Rundung drin. Hier drücke ich einmal die F-Taste. Und hier einmal die Extrude-Taste dann mit Clipping an. So. Den Face, den lösche ich. Das Vertices. Hier mache ich einen kleinen Slide, damit ein bisschen der Abstand besser ist. So, sieht doch schon besser aus. Gut. Wie verbindet man das Ganze jetzt? Fangen wir beim einfachsten an, und zwar da. Also wir nehmen einmal die vier Vertices, machen F-Taste für Fill. Und jetzt nehmen wir die zwei und drücken einmal Fill, also F hoch. Hier siehst du, hier haben wir ein Dreieck, das wollen wir nicht. Deswegen einmal die Kante nehmen, X, Delete, Edges. Dann wählen wir die nochmal an. Hier haben wir jetzt ein Problem, hier wurde wieder das, hier wurde wieder die Face falsch kalkuliert, weil, die wurde nicht falsch kalkuliert, das wurde alles falsch kalkuliert. Wir müssen die nochmal anwählen und einmal mit GZ hochziehen, so. Einmal alles anwählen, Recalculate Outside, passt das wieder. So, dann die zwei, einmal F-Taste und jetzt bin ich beim Überlegen, wie machen wir das am besten. Mach mal hier mal ein N-Gon draus, wenn uns das stört, dann können wir das immer noch später beseitigen. Ja, sieht schon ein bisschen blöd aus, oder? Das Problem ist, ich möchte eben nicht hier alles voll haben. Das ist mir eh schon zu viel, was hier alles ist. Aber lassen wir es mal so. Also. Im Grunde genommen haben wir schon unser High-Poly-Modell fast fertig. Wir müssen jetzt einfach nur alles anwählen mit Extrude, einmal mit G, also du drückst die Extrude-Taste und dann wird es schon auf der Y-Achse beschränkt. Du drückst einmal die Steuerungstaste, nimmst den untersten Punkt hier und dann drückst du die linke Maustaste. Wählst alles an, Recalculate Outside. Und schon haben wir es. Du siehst hier, ist noch was mit den Faces, die sind noch nicht smooth. Hier sind sie smooth, hier noch nicht. Das kommt daher, dass wir den Bereich eben so hatten und hier neu gemacht haben. Deswegen wählen wir alles an. Drücken die Q-Taste oder je nachdem, wo du es hast. Shade Smooth. So, oder du gehst in den Edit, beziehungsweise Object Mode. Ich habe es jetzt in Edit Mode gemacht. Im Object Mode kannst du ebenfalls Shade Smooth machen, ist eigentlich egal, wie du es machst. Autosmooth haben wir noch drin, perfekt. Dann schauen wir uns das kurz an, das passt. Jetzt machen wir hier noch das komische Innenteil hier. Keine Ahnung, was es ist, ich glaube die Schraube oder sowas. Das machen wir ganz einfach, indem wir einmal in den Object Mode gehen. Add Mesh Circle. Oder du kannst auch Zylinder reinmachen, je nachdem wie du möchtest, ich mache einen Circle rein. So, dann gehst du einmal 64 Vertices hat gepasst, ja 64 Bit,
Das glaube ich jetzt eher nicht. So, dann scannen wir das ein bisschen kleiner. So ungefähr. Den setze ich jetzt von Anfang an auf die richtige Höhe mit der Steuerungstaste Z hier ansetzen. Dann machen wir einmal die Innenseite hier. Wie machen wir die jetzt am besten? Muss ich mal überlegen, wie wir das jetzt machen. Ich glaube, wir machen das Ganze einfach, wenn wir nochmal einen Circle einmachen. Den machen wir jetzt kleiner, und zwar so klein, dass er ungefähr so ist. Dann löschen wir die hier. Ups, die wollte ich nicht löschen. Dann nehmen wir nochmal unseren Circle, Shift-D, duplizieren den. Setzen den einmal unten an. Beziehungsweise nehmen wir hier die Seite. So, dann Scale Y, machen wir das ein bisschen oval. Dann nehmen wir die Vertices. Das ist jetzt absolut experimentell, was ich gerade mache. Mal schauen, was da rauskommt. Ich nehme die hier, Shift D, ziehe die runter mit SY-1. Drehen wir mal das komplett um. Setzen das da an. Dann nehmen wir die, Steuerung Link, Shift D, SY-1 und setzen das da an. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Wir connecten einmal die hier und die hier und die hier und die hier. Alles anwählen bei Distance. Dann nehmen wir einmal das hier. Wenn du sowas hast, Scale, also die S-Taste Z, 0 und Enter. So hast du es auf die Z-Achse komplett geflattet, also komplett flach gemacht. Jetzt drücken wir die GZ-Taste hier hoch. Und jetzt müssen wir eigentlich praktisch nur noch die ganzen Wörter sich so ein bisschen reduzieren, damit die hier noch aufpassen. Aber dazu müssen wir das mal ein bisschen in die Mitte setzen. Ich würde mal sagen so, also ich orientiere mich jetzt jemals an dieser Kante und diesen Vertices. Und diese Kante und diese Vertices, dass die in der Mitte sind. So, geht X noch ein bisschen hier rüber. Und dann verbinde ich die mal, damit ich einen Orientierungspunkt habe. So, dann... Hier machen wir mal ein Dreieck jeweils draus. Ist im Endeffekt hier gerade egal. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir mal hier so. Naja, kann man nicht weit. Dann machen wir mal zwei Stück. Dann, was kann man noch machen? Haben wir das verbunden? Ja, das haben wir verbunden. So, theoretisch, da ist jeweils ein Punkt zu viel drin. Deswegen nochmal einmal. Wir wählen jeweils drei an und hier die oberen zwei. Okay, ja gut, da brauchen wir fast. Machen wir mal ein Cut mit einem Kneifthol hier durch. Damit wir hier ein Viereck draus machen können. Das gleiche da. Dann nehmen wir wieder die drei, die zwei, die drei, die zwei. Und so gehen wir eigentlich durch und schauen, wie weit wir kommen. Ja, nicht weit. Okay. Was haben wir da noch? Jetzt noch die drei nehmen. Da können wir noch hier rüber. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dann machen wir mal ab der Hälfte hier nehmen wir nur noch eins. Ne, da kommen wir auch nicht weiter. Da müssen wir es praktisch den Cut hier, den machen wir wieder weg. Also Steuerung Z, Steuerung Z. Dann füllen wir die zwei, die vier miteinander. So. Und dann können wir theoretisch einfach nur noch hochfüllen. Auch nicht, verdammt.
Da müssen wir die Faces, glaube ich, komplett wegmachen. Face, ne? Ohne Faces. So. Da müssen wir die noch wegmachen. Dann machen wir mal von der Oberseite. Wenn wir da einmal so machen. Dann nehmen wir einmal die drei. Und da machen wir einfach zu. Egal. Ne, beziehungsweise da ist, da machen wir noch das Dreieck draus und dann machen wir da einmal zu. Sieht zwar jetzt nicht so gut aus, aber wie gesagt, ist aktuell im High-Poly-Modell noch nicht so dramatisch. Hier mache ich es wieder rückgängig, das lasse ich. Einmal runterfüllen. Dann einmal hier das gleiche. Hier haben wir einmal jeweils die 3 genommen. So, Fülltaste 3 Stück. Ups. Da muss ich natürlich den oberen auch noch nehmen. Wie hat man das da jetzt gerade? Ich glaube die 2. Hier stimmt's nicht. Dann machen wir noch dazu. Ja, das ist ein bisschen blöd. Da stimmt's irgendwie mit den Faces nicht. Aber egal, wir löschen einfach die Unterseite. Weil ich möchte gern, dass das oben und unten gleich ist. Unterseite weg. Mirror Modifier rein. Auf der Y-Achse. Dann löschen wir die Seite. Einmal weg. Mirror Modifier auf der X-Achse an. Und tada, jetzt ist es auf allen gleich. So. Dann extrude ich das nochmal. Also die E-Taste für ein Extruden. Einmal abbrechen. G-Taste, Z-Taste, mit Steuerung hier raufsetzen, einmal als anwählen, Spacebar, Recalculate Outside und das war's. Dann werde ich noch Shade Smooth machen, Autosmooth an, das gleiche nochmal da, bei dem haben wir es nicht gemacht, Shade Smooth und Autosmooth. Hier habe ich irgendwo noch, achso, wenn du sowas siehst, das liegt einfach daran, dass wir die Faces nicht komplett an die Kante gezogen haben. Clipping ist auch nicht an, deswegen wählen wir einmal den kompletten Loop Cut an, gehen auf GX und einmal nach rechts ziehen. Das gleiche vermutlich da, ja. Aber den kompletten Loop Cut mit Alt anwählen. Achso, da haben wir das Problem. Da gehen wir einmal in den Top View, X-Ray Mode. Einmal mit der B-Taste wählen wir die an und ziehen die runter auf der Y-Achse. So, dann haben wir hier auch schön wieder verbunden. Ne, haben wir nicht. Da haben wir vermutlich ein Face dazwischen drin. Deswegen schalte ich den mal ab. Ja, da ist ein Face dazwischen. Den müssen wir unbedingt löschen. So, auswählen. Delete Faces. Wieder anschalten. Jetzt passt. Gut. So, dann im nächsten Video würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Bevel Modifier. Und wir schreiben uns diese schöne Schrift darauf. Und dann fangen wir eigentlich schon mit dem Erstellen des Low-Polys an. So, sorry für dieses lange Video jetzt gerade, aber ich dachte mir, ich mache zuerst mal das High-Poly-Modell fertig, beziehungsweise High-Poly-Modell in einem Video fertig. So stimmt's. Wenn es euch zu lang ist, gebt mir wie gesagt Bescheid. Falls ihr Kritik habt, schreibt das in die Kommentare. Falls ihr Anregungen, Wünsche und so weiter, alles was euch so einfällt habt, schreibt das ebenfalls rein und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.